Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von WWE 2K17, meine Karriere. Okay, wir haben folgendermaßen ein Match gegen Kevin Owens. Genau, gegen Kevin Owens erneut Fight Owens Fight mit unserem neuen Moveset auf jeden Fall. Bin mal sehr gespannt, wie es sein wird. Beziehungsweise an den Sprungbrett-Dingern. Habe ich natürlich einiges abgeändert. Die natürlich für die letztes Jahr WW2K 17 geguckt haben, 16 geguckt haben. Die kennen die Moves größtenteils. Ob ich jetzt alles neu gemacht habe, weiß ich gar nicht. Auch wenn man sagen muss, teilweise gab es auch zu wenige Moves, die zur Auswahl standen. War ein bisschen komisch, aber gut. Ist dann halt so, ne? So. Ah, was macht er jetzt? Ah, hätte ich kontern können, theoretisch. So. Jawohl. Sehr, sehr schön. Ah, das kontert Owens wieder. Sehr, sehr schön. Oh. Was macht Kevin Owens jetzt? Okay. Falcon Arrow! So. Und? Wunderbar. Und mal jetzt. Jawoll. Diese nötige Härte muss sein. Ja. Ja. Und bam. Und ah, der Move klingt auch sehr, sehr gut. So. Aber wahrscheinlich interessiert euch eher, was ich da so für Moves eingebaut habe. Einmal natürlich den hier. Genau. Und hey, was machst du da für eine Scheiße? Komm. Was machst du da? Ey, du bist so ein dummer Idiot manchmal. Ja. Ja, soll eigentlich ein Vorarm sein. Dann seien wir eher ein Brainbuster. Mit dem Move hast du ja schon Erfahrung gemacht, Herr Steen. Mr. Steen. Geh weg, Rev. Warum zeigt er keine High-Flying-Moves? So, erstmal der Tonilo. Der sah auf jeden Fall wunderschön aus. Schön gebotscht. Ja. Weißt du was, Owens? Kriegst mal Owen Medicine ab. Deine eigene Medizin. Den Package Pile Driver. Komm, ich warte. Ja, ja. Was macht Owens da?
So, Ref attackiert. Perfekt. Oh. Yo, was macht denn Kevin Owens da? Und einen Tritt hinterher. Sehr schön. Macht denn Owens jetzt? Hä? Macht denn jetzt vor? Okay. Gute Aktion. Na gut, das konnte dann eigentlich gar nichts gebracht, weil letztendlich konnte ich ja schlecht was kontern. Oh, ja. Ich hätte dir gleich sagen können, dass es nicht funktionieren wird, Owens. So. Ein schöner Dropkick hinterher. Na. Oh. Doch nicht. Ah, ich kann nicht kontern. Oh, was kommt jetzt? Okay, interessante Variante. Oh, jetzt wartet der gute Owens auf uns. Ja, sonst würde ich unterschätzen, ne? So, komm. Okay. Ah, ich weiß, was er ansetzen will. Cannonball. Ui. Das sah mal schön aus. Okay. F5 gekommen. Ach, der hat gar keinen. Ja, gut. Das hätte ich auch gleich sehen müssen direkt. Ne, keine Chance. Konnte ich nicht verteidigen. Gedannt. Nein, der besiegt mich. Weil ich es mit dem Auskick nicht hingekriegt habe. Okay. Ist nicht schlimm. Verlieren können wir alle mal. Ja. Brauche ich nicht mehr zu sehen. Letztendlich. Brauche ich letztendlich nicht mehr zu sehen. Ich habe verloren. Und das reicht schon. Naja. Das kann passieren. Baron Blade hat gegen John Cena gewonnen. Alles klar. Kann man mal so stehen lassen. Battleground steht bald bevor. Und wir haben John Cena. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge nochmal eine Promo. Und dann machen wir das Match gegen John Boy Cena. Und dann ist auch gut so. Dann würde ich mal sagen, wir hören oder... Moment. Können wir uns das schon leisten? 80.000. Entkommen. Vielleicht können wir das ein bisschen aufstocken, ja. Das können wir auf jeden Fall. Nutzen wir das mal. Stromlose Aggression. Level 2 holen wir auch direkt mal. Und Widerstand. Können wir auch Level 2 holen. Holen wir auch direkt. Und das mal ein bisschen geupdatet. Jo, 14, 10. Ah. Das kostet nur 10. Holen wir das direkt mal. Schonungslose Aggression Level 3. Genau. Da wird es ein bisschen höher gewertet. Genau. Dann haben wir das schon mal erledigt. Aber das mal ein bisschen geupdatet. Haben uns da ein bisschen weiter verbessert. Und haben auch Gesamt 76. Das ist auch schon mal eine gute Voraussetzung gegen John Cena, auch wenn es schwer sein wird. Aber gut. Ich würde mal sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Jetzt seht ihr gerade momentan Videos eingeblendet. Die könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr möchtet. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann, haut rein und ciao.